Das Sommerkino in Brunn am Gebirge ist gestartet. An insgesamt 9 Abenden, jeweils von Montag bis Mittwoch, werden bei der Bruno Freiluft hochwertige Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt. Filme schauen unter freiem Himmel ist schon etwas Besonderes, umso mehr, wenn es sich um einen lauwarmen Sommerabend handelt. Direkt vor dem Bruno bietet die Gemeinde Brunn am Gebirge Kinoatmosphäre der anderen Art, eine schon liebgewonnene Tradition. Heuer starten wir ein bisschen später, erst 2 Wochen am normalen, früher sind wir früher 2 Wochen früher, aufgrund der Dämmerung, damit wir die Dunkelheit mehr ausnutzen können. Und es werden wieder 3 Wochen lang, Montag, Dienstag, Mittwoch, Filme gezeigt. Was macht denn gerade das Ambiente hier beim Freiluftkino aus, direkt das Kino unter Sternen zu erleben? Naja, sind sicher 2 Momente. Das erste ist eben, dass man hier im Freien sitzt. Das ist ja momentan sehr angenehm. Das ist ein eigenes Erlebnis. Und das zweite ist, dass hier eben Filme gespielt werden, abseits des Mainstreams. Also Filme, die man nicht unbedingt im Kino sieht und die Rekorde einspielen, so wie jetzt gerade dieser Barbie-Film. Und es gibt eben doch noch, Gott sei Dank, viele Kinoenthusiasten. Man kann sich ja dennoch vieles schon streamen oder auf DVD kaufen. Aber es ist eben doch etwas anderes, vor einer großen Leinwand zu sitzen mit vielen anderen. Ja, die Stimmung ist hier wunderschön, weil die Location toll ist, mit dem Hintergrund vom Bruno, mit der Bar dort und mit den Tischchen, Stehtischchen. Und wir hoffen jetzt nur, dass das Wetter schön bleibt. Oder zumindest, ja, geht. Freiluftkino ist Freiluftkino und wir haben nun einmal die Sommermonate und auch im Brunn am Gebirge. Es kann uns kein Wetter trotzen. Ja, wir halten durch, weil wir freuen uns schon heute Premiere natürlich, heute startet unsere Kinosession für die nächsten paar Wochen. Es ist ja immer 3 Tage hintereinander, dann wieder die Woche drauf. Wir freuen uns einfach, wir sind voller Emotionen, wir freuen uns auf den Film und ich sage, ein bisschen Regen. Juli-Regen kann nur gut für die Haut sein und somit sehe ich das positiv und ich sehe den Abend positiv entgegen. Man sieht ja, es sind viele Gäste gekommen, die sich auch freuen drauf. Und somit denke ich mir, es wird ein sehr gemütlicher und ein sehr netter Abend. Zum Start in den Kinosommer wurde eine französische Komödie gezeigt. Unter Freunden von Olivier Barou handelt von alten Weggefährten, die mit ihren Frauen gemeinsam Urlaub machen. Das Zusammenleben auf dem gecharterten Segelboot ist dann doch etwas weniger harmonisch als zunächst gedacht. Und hast du das vor der Abfahrt getestet? Nein, nicht notwendig. Solche Boote sind zuverlässig. Ein Boot, das ist wie ein Freund. Man weiß sofort, ob man sich darauf verlassen kann. In den kommenden Wochen wird im Bronner Sommerkino viel Abwechslung geboten. Dabei werden nicht nur klassische Kinofilme gezeigt, sondern auch durchaus anspruchsvollere Streifen und Dokumentationen. Das haben wir uns zu Anfang, wo wir gestartet haben mit dem Kinosommer, überlegt. Wir wollen ein bisschen ab vom Mainstream gehen, keine Blockbusters, die man im Fernsehen bei der x-ten Wiederholung immer sehen kann, sondern wir zeigen anspruchsvolle Filme, wir zeigen Dokumentationen. Einmal die Woche, Dienstag ist der Doku-Tag, also da wird eine Dokumentation gezeigt und vor allem eben Filme, die, wie Sie gesagt haben, ein bisschen anspruchsvoll sind, die auch zum Nachdenken anregen sollen. Vielleicht eine oder andere Perle, die auch entdeckt werden kann, die man vielleicht auch nicht auf dem Radar hat. Ist es gerade auch der Reiz, den das Sommerkino hier in Brunn am Gebirge ausmacht? Ja, genau. Genau, Sie haben es am Punkt gebracht. Ich habe mir heute das Programm noch einmal angeschaut, habe es dann auch an meine Freunde, an meine Mailverteiler und natürlich auch WhatsApp-Gruppe weitergeleitet, weil man denkt, das sind Filme, du hörst sie, aber du siehst sie nicht. Und wenn du die Möglichkeit hast, ja, auf einem Freiluftkino teilzunehmen und solche tollen Filme siehst, vor allem mit den Schauspielern, ich habe mir einiges angeschaut, wo ich gesehen habe, die Schauspieler, irgendeiner spielt, meine ich glaube, eine ganz verrückte Familie oder so ähnlich heißt der Film, auf den freue ich mich auch schon. Ich glaube, nächste Woche spielt er, da werde ich wieder vor Ort sein. Wenn es nach mir ginge, wäre ich jeden Abend hier, aber leider, das geht halt nicht immer. Aber Sie haben vollkommen recht, ja, das sind Filme und ich sage immer, man spricht darüber, aber man sollte sie auch sehen. Die Gelegenheit dazu wird im Brunn am Gebirge noch bis zum 9. August geboten. Beim Kinosommer vor dem Bruno.